Jo, was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Das erste Video aus dem, außerhalb vom Scootzember. Also wirklich das erste Video. Ich habe 24 Videos gemacht im Dezember als Kalender. Viele wissen das ja. Checkt es auf jeden Fall ab. Heute ein Video mit einer Katha, die tatsächlich beste Scooterfahrerin Deutschlands. Und die wird euch heute einfach mal zeigen, ja, was sie so kann. Ja, ich würde sagen, sie braucht es ja nicht vorstellen, viele kennen sie sowieso, ne? Ich würde sagen, du kannst direkt mal anfangen. Such dich schon mal eine Rampe aus. Das willst du als erstes machen? Ich würde als erstes die Holzbox da vorne nehmen. Okay, perfekt. Alles klar, dann würde ich sagen, gehen wir mal zur Holzbox. Dann macht sie die ersten Tricks. Okay, also wie man sieht, Dean und Timon, die sonnen sich gerade schon. Ich hoffe, ihr habt die 50er Sonnencreme dabei. Yes, der erste Trick, Triple Whip, sehr, sehr nice. Oh, der war auf jeden Fall schon sehr fresh und Power Slide. Mega. Was machst du jetzt noch über die Holzbox? Ich würde sagen, hier Kickless. Safe, hier Kickless, auf jeden Fall. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, ob der fürs Try ist, aber ich denke schon. Hier Kickless. Leider one nicht foot, try. One foot, aber egal. Ey, der war so gut. Zweiter Try ist auf jeden Fall. Zweiter Try, jetzt bin ich mal richtig gespannt. Yes. Yo! Mega, selbst die sich der Sonnen, die feiern es auch schon. Sehr nice. Willst du noch einen Holzbox-Trick machen oder erst noch woanders? Okay, sehr nice. Ja, wenn du Bock hast, kann ich auch ein paar Tricks machen. Also dann machen wir einfach wie so ein bisschen Calling the Shots. Ich call dir was. Und ja, ich kann dir irgendwas callen. Safe, ja. Ich würde sagen, wir gehen einfach mit dem Step-Up, oder? Auf jeden Fall. Let's go. So, wir sind jetzt hier beim Step-Up angekommen. Ich würde sagen, du machst einfach mal direkt einen 360 Basketball rüber. Das wäre sehr, sehr nice. Ich würde sagen, let's go. Yes. Yo. First try. Alter, okay, der war sehr krass. Ja gut, dann würde ich dir jetzt hier über das Step-Up einfach mal einen Double Whip Bar callen. Double Whip Bar, okay. Schwierig. Ich hasse ihn. Yes, first try, Digga. Boah. Okay. Also ich muss sagen, bei dem Step-Up ist das schon echt sketchy, weil man halt wirklich nicht viel Airtime. Das ist krass. Okay, dann machst du einfach mal einen Heel Rewind den Step-Up hoch. Alles klar. Ich bin jetzt auf jeden Fall mal gespannt, ob der Heel Rewind wird, weil man hat echt wenig Airtime. Ey, sehr clean. Sehr nice. Okay. Ich würde jetzt einfach noch einen 360 Barbar. Barbar? Oh, okay. Den mache ich. Boah. Okay. Sehr clean. Dankeschön. So, ich würde sagen, wir gehen einfach mal zur Resi Box. Kannst du auch noch mal ein paar Clips machen und wenn du Bock hast, kannst du auch irgendwas callen. Okay. So, wir werden das jetzt ab und zu so machen, dass Katharina mir auch ein paar Clips callt, sag ich jetzt mal. Ist ein bisschen abwechslungsreich, dann fahr mal ich, dann fährt mal sie, weil ich habe echt heute wirklich richtig Bock, Roller zu fahren. Deswegen würde ich sagen, erster Trick über die Resi-Box, let's go. Okay, schade. Erster Versuch wird leider verkackt, aber ich denke mal, der zweite wird. Und wenn es nicht der zweite ist, wisst ihr, alle guten Dinge sind immer drei. Sie sagt schon, sie hat gar keine Kraft mehr. Freunde, wir sind heute schon eine dicke Session gefahren. Ich weiß nicht, vielleicht sieht man das aber im Gesicht. Bin ich rot? Nein. Nee? Nein. Echt nicht? Oder doch, bist du natürlich. Ja, Digga, ich kann mich ja selber nicht sehen. Wir haben heute auch auf jeden Fall schon heftige Sachen gemacht. Insta-Clips hier auf meinem Instagram. Ihr wisst Bescheid. Komm, alle guten Dinge sind drei. Let's go. Yo. Freunde, alle guten Dinge sind drei, man kennt es. Der war auf jeden Fall wirklich sehr clean. Sehr nice, wirklich sehr clean. Natürlich auf dem dritten Versuch, man kennt es. Ja, entweder machst du noch einen Trick oder du kannst einen callen, wie du Bock hast. Ja, ich würde jetzt einen callen. Ja. Frontflip Whip. Boah, also Fastflip Frontflip Whip. Weil normalen Frontflip kann ich leider nicht. Okay, Fastflip Frontflip Whip. Let's go. Komplett braun gebräunt, Alter. Okay, der war auf jeden Fall fürs Try. Nehmen wir die beiden crazy Dudes auch noch am Start. Alles ja. Kalt, alles genau, die Baumaschine wird gehalten von der Maschine. Ich würde sagen, Katharina, du machst jetzt auch noch mal einen Clip. Da bin ich auf jeden Fall für den Heel Rewind Whip. Ja. Yes, ohne Probleme. Try, sehr nice.
Was sagt die Sonnenbank dazu? Okay, das ist auf jeden Fall schon gut durch. Ja, wie gesagt, Freunde, wir haben es jetzt schon, ich weiß gar nicht, wie spät wir es haben, aber auf jeden Fall ist es wirklich schon sehr, sehr spät. Die Session ist eigentlich schon vorbei. So, jetzt, ja, entweder machst du noch einen oder kreuz mal ein. Ja, ich hole einfach mal einen. Barber Whip. Barber Whip? Okay, ja. Ey, den Trick habe ich auch wirklich lange nicht mehr gemacht. Ja, wirklich, das solche Tricks, die machen wir auf jeden Fall selten. Ey, wie bin ich denn gelandet? Ja. Das ist einfach nur so gelandet. Okay, ganz schlimm. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal langsam ins Streetgame über. Fährst du auch sehr viel Street? Ich würde sagen, an der Ledge hinten, Phoebe Smith Double Roll. Geht das klar? Ja. Sehr gut. Okay, erster Street Clip. Bin mal gespannt. Oh, fast fürs Try. Komm, ey, der wird auf jeden Fall auf dem zweiten. Ah, schade. Weggerutscht. Ich glaube, du bist ein bisschen langsam, ne? Ja, so langsam jetzt zu schnell. Ja, egal, Freunde. Ihr wisst Bescheid, alle guten Dinge sind drei. Yo! Clean, natürlich, Freunde. Alle guten Dinge sind drei. Man kennt es. Sehr schön. Okay, ja, jetzt kannst du eigentlich auch einen Street Trick callen. Ich bin mal gespannt mit meinem neuen Taktik. Was ich da mit den Street Tricks machen kann. Ja gut, dann würde ich dir jetzt einfach mal einen Lip da durchmachen. Lip, okay. Let's go. Yes. Aber ich muss sagen, Dankeschön. Ist aber auch gut gewachsen. Wirklich, also ja. Sehr gut. Wenn wir schon so bei den Street Clips sind, würde ich sagen, ein Oppo Fiebel und dann 360 out, weißt du? Ja. Okay. Ah, schade. Jo, sehr schön. Oh, der war echt sehr, sehr clean. Muss ich schon sagen. So, der war auf jeden Fall sehr clean. Mega. Ja, jetzt kannst du mir nochmal einen Tipp holen. Entweder Park oder Street, kannst du entscheiden. Also, ich würde jetzt einfach nochmal hier an den Hang 5 langkommen. Oh, Hang 5? Okay. Ach, doch, der soll auf jeden Fall möglich sein. Ja. Oh. Ey, den hatte ich glaube ich nicht drauf. Ey, den hatte ich glaube ich nicht drauf, den Nein, Mann, das ist ja so ein schöner Mac. Aber egal. Achso, das war ein Mac, ich habe gerade Bryflip gesagt. Achso, nee, war ein Mac. Aber jetzt, wo ich auch schon 180 gemacht habe, finde ich, können wir auch einfach mal zu 180 gehen. Boah, da bin ich auf jeden Fall von dir Bryflip. Alles klar. Oh, sehr nice, first try. Moment mal. Aber mir ist aufgefallen, der war Oppo, ne? Ich wollte gerade sagen, der war das Oppo oder nicht? Ja, tatsächlich. Ich hab die früher auch Oppo gemacht und dann umgelernt. Wir haben die beide sogar Oppo gemacht. Ja, oh, ja, wir haben die beide sogar. Digga, wir haben die einfach zusammen umgelernt. So ein Ding war das. Naja, gut, Freunde, das war's auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nein, warte mal, stopp. Das Video geht noch eine Weile. Ja, es wird jetzt erst richtig spannend. Deswegen schaltet nicht ab, abonniert meinen Kanal, liked das Video. So. Ja gut, ich würde dir jetzt sonst einfach erstmal einen Pferd machen. Okay, den mache ich, oder ich versuche ihn auf jeden Fall möglichst hoch zu machen. Jetzt möchte ich auf jeden Fall einen 180 Triple Rip sehen. Da bin ich gespannt, aber der sollte möglich sein, oder? Ja, doch. Was ist eigentlich mit Timon los? Timon, was ist bei dir? Westside. Von Richard, da haben wir den Stay Alive geguckt, Digga. Und von Dante. Ist doch fresh, oder wie? Übertrieben. Jetzt kannst du mir auch auf jeden Fall nochmal Trick callen. Ich würde mir jetzt einfach nochmal einen Whipper. Oh, Whip-Rim, Rewind. Boah, sollte ich hinkriegen. Das war nur der C. Ich liebe es. Ja, auf dem zweiten. Ach, mein C tut ultra weh. Boah, oh, ich liebe es. Okay, jetzt bist du nochmal dran. Machst einen 180-Kickless. Jetzt klar? Okay, sehr gut. Ich denke auf jeden Fall, dass der 180-Kickless first try sein wird, weil ich kenne ja Katharina und die kann eigentlich 180-Kickless ziemlich gut. Bin mal gespannt. Yo, first try, wie ich gesagt habe. Yo, sehr nice, first try. Clean. Okay, jetzt kannst du nochmal einen Trick machen. Ja gut, dann würde ich da einfach am Rail einen Boardside hier kommen.
Okay, safe. Downrail oder halt oben? Einfach oben drauf. Einfach oben drauf, okay. Street. Katharina, ich würde sagen, du machst jetzt mal ein Frontboard Tail Whip. First try. Okay, man merkt auf jeden Fall das Street Game. Da bist du erst hin. Okay, dann ja, kannst du mir nochmal einen Brain Stick auf jeden Fall callen. Ja, dann würde ich dir jetzt einfach auch ein Frontboard, aber hier callen. Frontboard hier? Boah, okay. Ich hoffe, das geht mit meinem schmalen Deck. Also mit einem breiten Deck konnte ich das? Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, bist nach hinten gelehnt. Es ist so gut, ne? Es ja, wenn man so sich gut halt davor zu weit nach hinten gelehnt hat, muss man sich halt danach zu weit nach vorne lehnen. Ey, los. Janni, aber wir vergessen nicht, alle guten Dinge sind drei. Du hast recht. Ja, Mann. Ich hab's fast vergessen. Yes. Oh, okay, der war aber absolut null clean. Ja, danke schön. Also ich muss sagen, man merkt das auf jeden Fall, wenn man von einem breiten Deck auf ein schmales Deck gegangen ist und dann Welcome macht. Wirklich, das merkt man ultra. Ich würde sagen, du machst jetzt noch einen roter Whip außer Bank. Alles klar. Ist irgendwie so ein Street Park Ding. Ja. Yay. Boah, first try. Okay, also mit einem roter Whip, den kann ich gar nicht. Wirklich, nee, ich mach immer nur so Full Heel. Die kann ich, aber andere Sachen nicht. Okay, Freunde, ich würde sagen, das war es auch schon mit dem Video. Irgendwie hat sich das zu den Collies und Shots entwickelt. Ja. Ich weiß nicht. Aber so war es auf jeden Fall sehr abwechslungsreich. Ich würde sagen, Freunde, ja, das war's mit dem Video. Checkt auf jeden Fall Katharina ab. Abonniert meinen Kanal, liked das Video, Freunde. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.